Ist das okay, wenn wir jetzt ein Gespräch mit euch haben? Ja, am besten wir das aufnehmen. Ich bin 23, habe am meisten Erfahrung. Du bist 23? Ja. Sehr gut. Ja, nö, ist kein Problem. Ihr könnt alles was sagen, ne? Also wir wollen jetzt ein Gespräch sozusagen. Das ist jetzt nicht von der Veranstaltung, sondern von uns. Wir machen eventuell nachher ein YouTube-Video davon, wenn das funktioniert. Wollen Sie mit allen reden? Also die sind halt eben noch minder, ja. Ja, aber jeder kann was sagen. Also kann ja jeder entscheiden, ob er im Bild sein will oder was sagen will. Wisst ihr, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr meinen Geboten nicht folgt, dann werdet ihr verloren gehen. Also Jesus hat zum Beispiel in Markus Kapitel 13 gesagt, wenn ihr euch nicht bessert und nicht Buße tut, dann werdet ihr alle verloren gehen. Mhm. Das erinnert mich sehr an die katholische Kirche. Nein, das ist ein Wort der Bibel. Also ich kenne den Glauben so, dass wir in Gnade leben. Keine Buße tun. Wir werden durch Gnade sozusagen befreit, ja, gerettet. Ja, deswegen brauchen wir keine Buße zu tun. So viele Buße kann man ja, wie viel man so nicht gar nicht tun. Wenn das Wort Gottes sagt, wenn du keine Buße tust, wirst du verloren gehen. Also sowas habe ich noch nicht gehört. Das wird ja auch nicht gelehrt. Das kann ich auch bezeugen. Steht aber in Markus Kapitel 13. Okay, von welcher Veranstaltung sind Sie oder Organisation? Weil das wird mir gerade ein bisschen zu viel. Ich bin hier, um das Wort Gottes sozusagen euch zu sagen. Ja, nein, auf jeden Fall. Das steht, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird auch in der Bibel stehen. Ja. Nein. Die Frage ist ja auch, wie man dann als Mensch damit umgeht. Ne? Also wie man das dann. Ja, Jesus hat gesagt. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, folgt mir meinen Geboten. Und in der Schrift steht, der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt also, der Glaube ohne das Befolgen der Gebote Christi oder der Gebote Gottes ist tot. Nee, auf jeden Fall. Also, wenn wir das heißt, wenn wir jetzt sozusagen den Glauben annehmen und Jesus als unseren Erlöser und Retter annehmen, aber dann sozusagen aber wieder Werken, mit Werken ist in diesem, man muss den Kontext wissen, mit Werken ist keine Buße tun gemeint, mit Werken ist was anderes gemeint. Doch, mit Werken ist gemeint, sozusagen die Gebote Gottes zu befolgen. Dass du auch das tust, gerade, was du sagst. Ob wir die gleiche Bibel lesen, das ist die andere Frage. Das frage ich mich. Also, welche Bibel lesen Sie so? Es gibt nur eine Bibel. Gehen, bevor Sie jeden Abend schlafen gehen, tun Sie Buße, weiß ich nicht. Wie machen Sie das? Lassen Sie sich dann auspeitschen für Ihre Fehler, oder wie? Kann ich mir das vorstellen? Also, die Befreiung muss ja nicht mehr machen. Das war ja Also davon steht nichts in der Bibel. Ja, aber wie verstehen Sie dann Buße? Buße tun? Du weißt also nicht, was Buße tun ist? Doch, ich weiß, was Buße tun ist. Eine gute Tat vollbringen. Also nein. Sie gehen um Vergebung bitten. Ganz genau. Buße tun ist noch mehr. Ist nicht nur um Vergebung bitten, sondern auch umkehren. Denn du kannst nur Vergebung erlangen von Gott, wenn du umkehrst. Wenn du dein Leben Jesus übergibst und den Heiligen Geist empfängst. Denn Jesus hat gesagt, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Dann machst du eine 180-Grad-Drehung. Ja? Du gehst also nicht mehr raus und machst das, was du vorher gemacht hast. Also wenn du zum Beispiel geraucht hast oder getrunken hast, dann gehst du nicht mehr raus. Aber es heißt im Umkehrschluss nicht, dass man perfekt ist, weil man ist immer ein sündiger Mensch. Nein. Und teilweise brauchen Leute auch viele, viele Jahre, um dahin zu kommen. Es ist ein Weg und oftmals nicht einfach. Also das ist so, wenn wir den Geist der Wahrheit empfangen, dann lehrt er uns auch in der Wahrheit. Und die Gebote Gottes werden in unser Herz geschrieben. Denn Gott hat gesagt, ich werde... Trotzdem ist es ein Ring. Weil man
man ist trotzdem noch in der auch weltlichen Einfluss. Also die Sache ist die. Wir sind ja uns zitieren Sie erst nochmal die Waffen. Es ist ja auch die Waffen von der Waffenrüstung. Also richtig. Auch. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch. Fangen Sie mal bitte mit dem Zitat. Zitieren Sie bitte nochmal. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, werdet ihr verloren gehen. Wir leben doch in der Gnade von Gott. Wir leben in der Gnade und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man sich aufrichtig bekehrt hat, die Sünden vergeben sind und man versiegelt es mit dem Heiligen Geist, man keine Buße dann kann man das ewige Leben auch nicht mehr verlieren, weil sonst wäre es nicht ewig. Es ist ein Bund. Sonst wäre es nicht ewig. Es gibt keinen, sonst wäre man nämlich wie bei den Zeugen. Sonst wäre man nämlich natürlich, wie bei den, sobald man sonst wäre man nämlich, das ist das Schöne nämlich im christlichen Glauben. Nämlich wie bei den Zeugen Jehovas, die nie wissen, ich habe nämlich einen Arbeitskollegen, der nie weiß, ob der gerettet ist. Wir wissen das auch nicht. Deswegen hat Petrus, natürlich wissen wir das. Deswegen hat Petrus gesagt, er arbeitet eure Erlösung mit Angst und Zittern. Also das deswegen habe ich gerade gedacht, ob die von den Jehovas Zeugen sind oder so. Das ist ja gerade das Schöne des christlichen Glaubens, dass man halt die Gewissheit hat. Also das Ding gerettet, weil Gottes Zusage ist ewig. Der Heilige Geist, der spricht mit dir und der sagt dir, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Ja? Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du auch kein Bedürfnis mehr, sozusagen in der Welt zu leben. Denn Paulus das heißt, hat gesagt, sie können für sich sagen, weil das wäre dann schon sich selber höher stellen, dass sie nie sündigen oder nie falsch Gedanken. Nee, begeht ja jeden Tag Buße, deswegen ist er ja gerettet. Nee. Ja, das ist. Ja, dann wären wir ja in der katholischen Kirche. Ja, das hat mich ja deswegen. Nein, das habe ich mit katholischer Kirche. Natürlich, das habe ich doch am Anfang auch direkt gesagt. Das heißt, sie gehen von sich aus, dass sie im Grunde jetzt absolut rein sind, dass nichts. Genau, Jesus hat mich gereinigt von meinen Sünden. Er hat sozusagen, dadurch, dass ich den Geist der Wahrheit bekommen habe, bin ich gereinigt von der Sünde, die im Fleisch gestimmt hat. Das heißt, sie machen auch im Alltäglichen Leben keine Verfehlungen mehr? Das habe ich nicht gesagt. Wir begehen aber keine willfährigen Sünden. Wir machen keine absichtlichen Sünden. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, wenn ich mit dem Auto fahre zum Beispiel, da ist ein Stoppschild, also interessiert mich jetzt immer nicht, ich fahre da drüber. Oder ich gehe nicht hin und sage, schmeckt mir das Bier so gut. Das heißt, da sitzt sie schon weiter als im Grunde die Leute in der Bibel, selbst die Jünger Jesu, die noch nicht so weit waren. Was war denn trotzdem kämpfen mussten, trotzdem Verfehlungen hatten. Nein. Hat ganz klar gesagt, wenn ich ein Freund der Welt wäre, also in der Welt leben würde, dann wäre ich ein Feind Gottes. Und wenn ich noch Menschen ja gefallen würde, dann wäre ich... Sündigen tun wir ja weiterhin, das ist ja nicht die Sache. Ja, aber so wie ich das jetzt verstanden habe von dem Herrn, wie immer er heißt, von welcher Organisation er kommt, ja, in der Bibel steht vieles, was ambivalent ist. Ja? Inwiefern ambivalent? Die eine Bibelstelle steht das so, in der anderen steht so. Also was sich gegenseitig auflöst. Man darf nicht jedes Wort hören, weil es ist überwört. An welcher Stelle steht, wenn du gerettet sein willst, kannst du auch die Gebote Gottes missachten? Nein, also das nicht. Aber wir sind ja dafür gestorben. Eben. Auch wenn ich in der Sünde immer wieder kämpfen muss und auch immer wieder sündige. So. Er ist ja immer, in Römer 8, er ist ja in Römer 8, Vers 8.
30 heißt es, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. So. Im Römerbrief steht auch, wer einmal den Geist der Wahrheit erhalten hat und dann wieder abfällt. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal auf ihn zukomme, darf man ihn auch... Sie sind gerade im Gespräch, danke. Okay, entschuldigen Sie bitte. Das wäre doch schön, wenn er mit da drauf kommt. Nee. Alles ist gut. Also, wir wissen auch gar nicht, wer das hier ist, weil er verbreitet hier falsche Lehren. Nee, das ist alles... Das steht das irgendwie alles so Zeugen Jehovas. Jehovas oder so. Wer einmal den Geist der Wahrheit empfangen hat und trotzdem die Wahrheit empfangen hat und trotzdem wieder zurückfällt, für den ist kein Opfer mehr da. Also denn du kannst den Leib Christi nicht zweimal, kannst nicht Gott zweimal ans Kreuz machen. Das wird gleich noch viel schöner. Also, das heißt, Jesus ist für einmal Bereinigung gestorben, aber nicht wenn mir Sünden passieren danach. Also nochmal, wenn wir zurückgehen in die Welt, so ist es in der Bibel, wenn wir zurückfallen, dann ist kein Opfer mehr für uns da. Das heißt, sondern auch innerhalb der, selbst wenn ich dann nochmal umkehre, bin ich nicht gerettet. Es gibt nur eine Entscheidung, wenn man von Gott umkehrt, kommt man nicht wieder zurück. Ja, also wenn man jetzt aus Ihrer Sicht, wenn man jetzt im Grunde neu geboren ist. Sag ich mal, durch einen Schicksalsschlag in eine Situation kommt, wo man gesündigt hat. Ja, ich sag mir gerade, wir sind nicht perfekt. Also dann kann ich nicht mehr umkehren. Wir werden auch nicht perfekt. Wir sind nie perfekt. Es kann mir immer passieren, dass ich mal unabsichtlich eine Unwahrheit sage. Oder dass ich mir etwas rausrutsche. Oder dass du mal, allein wenn der Wagen falsch geeicht ist, auch mal mit 55 fahren. Ja, oder wenn mir mal rausrutscht in irgendein böses Wort gegenüber jemand anderem. Ja, aber dann haben sie doch die Möglichkeit der Vergebung. Genau, dann gehe ich zu Jesus und tue Buße. Und deswegen hat er gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und nicht Buße tut, dann werdet ihr verloren. Ja, weil da sind wir doch dabei. Nee, also da weiß ich ja gar nicht, wo das ist. Das, was der Mann sagt. Aber ich finde das so gerade, als dass man nicht mehr umkehren könnte. Nein, selbst wenn man mal Verfehlung. Wenn man einmal zurückgeht in die Welt, dann ist kein Opfer mehr da. Also das habe ich auch anders gelernt. Das ist aber, das heißt, natürlich, Gott steht doch immer mit auf meinen Namen. Verloren. Wenn wir abfallen, ist für uns kein neues Opfer da. Wir können Gott nicht zweimal ans Kreuz nageln. Wer uns erwartet, dann das furchtbare Gericht Gottes. Das hat Paulus gesagt. Vom Glauben abfallen, aber dann wieder zurückkommen, da haben wir auch Erlebnisse von Leuten, dann wäre das mir null und nichtig. Und dann würde ich sagen, dann wären wir auf der Stufe mit Zeugen Jehovas, wo ich immer sage, meinem Arbeitskollegen der Zeuge Jehovas, du hast keine Sicherheit. Ich habe die schöne Sicherheit, ich habe die Zusage, ich kann sagen, ich habe ewiges Leben. Ja, so lange wie du die Gebote Gottes tust. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, erfolgt ihr meine Gebote. Ich glaube nicht, dass das ewige Leben dadurch verloren geht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, aber weil es im Grunde, ich gehe mit Ihnen d'accord, dass man natürlich dazu Verantwortung gezogen wird. Aber es ist ja, wie in der Offenbarung steht, es geht ja um den Siegkranz, um diesen Wettkampf. Ich kriege weniger Belohnung. Ich werde gerettet, aber wie durchs Feuer.
Aber sind wir uns da einig, da können wir vielleicht zum Schluss kommen, dass Sie und ich, dass wir alle ein Glaubenssystem verfolgen, beziehungsweise wir, Sie können auch nur annehmen, dass derjenige höchstwahrscheinlich, Sie haben nur eine Annahme. Ob ich jetzt wirklich gerettet bin, das können Sie nicht wissen. Das kann im Grunde nur... Ich kann das nicht wissen, aber ich kann nur sagen, was in der Bibel steht. Ja? Wenn wir einmal den Geist Gottes erhalten haben, dann machen wir eine 180-Grad-Drehung. Und das heißt, wenn Leute umkehren und dann den Heiligen Geist spüren und wirklich auch Visionen haben oder prophetische Gaben, dann ist das, würden Sie sagen, das ist dann gar nicht von Gott mehr? Das ist von Gott, klar. Aber Sie sagen doch, das heißt, der Heilige Geist ist immer trotzdem nicht gerettet. So. Nee, weil Sie ja sagen, weil ich gerade meinte, was ist, wenn jemand umkehrt, also eine schlechte Zeit hat, wenn er zurückkommt und dann trotzdem die Geist ist. Wenn er wieder in die Welt rausgeht, ist kein Opfer mehr da. Ja, aber was ist, wenn er trotzdem die dann zurückkehrt? Das kann ich nicht sagen, das kann nur Gott, ob die Gnade, ob er noch, ihm nochmal Gnade gibt, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was in der Bibel steht. Das heißt, also Problem ist, sagen, wenn jemand ein paar Bibelzitate hier rausgreifen und daran halten Sie fest, Sie betrachten nicht den Kontext. Also doch, suchen Sie irgendwelche dummen Stellen raus. Der Kontext, dass wir doch sündigen dürfen? Nein, natürlich. Der Bibel? Nein, wo steht das denn? Paulus hat immer ständig Zweifel gehabt und ständig hat er gesündigt. Paulus hat nie gesündigt. Wo steht, dass Paulus gesündigt hat? Also einen schönen Sonntagabend und freue mich das aber auch das musst du mir aber mal zeigen. Also es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der nicht sündigt. Seit Geburt an. Keiner ist ohne Sünde. Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber wenn wir umkehren, dann machen wir keine willfährigen Sünden mehr. Ach so, also da habe ich aber was anderes. Ja, dann habe ich laut ihm, bin ich nicht Christ und habe mich den Heiligen Geist empfangen. Dann wollen wir auch nicht. Dann wäre ich auch geboren. Haben Sie irgendwie eine Ausweiskarte oder so von...